Okay. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt. Ich wünsche einen schönen Nachmittag an alle, die heute an diesem Webinar teilnehmen. Mein Name ist Dieter Meier, ich bin stellvertretender Generalsekretär des Gewerkschaftsbundes SGB Gisl und Präsident des Arbeitsförderungsinstituts AFI in Bozen. Im Namen des Instituts möchte ich Sie heute recht herzlich willkommen heißen zu diesem Webinar Wohnungspolitik 2030, neue Ansätze für Südtirol. Und das ist heute der zweite Teil. Buongiorno a tutti i partecipanti. Il mio nome è Dieter Meier, sono segretario generale aggiunto della SGB Gisl e il presidente dell'Istituto Promozione Lavoratori IPL di Bolzano. A nome dell'Istituto do il benvenuto a questo nostro webinar dal titolo Politiche Abitative 2030, nuovi approcci per l'Alto Adige. Heute haben wir keine Simultanübersetzung. Die Referenten werden spontan zwischen Italienisch und Deutsch hin und her springen. Die Folien sind auf jeden Fall zweisprachig. Un primo Webinar su questo tema si è tenuto 3 giorni fa. In quell'occasione abbiamo volto uno sguardo oltre i confini e abbiamo potuto conoscere interessanti esperienze da Trento, Vienna e Milano. Oggi ci dedichiamo alla dimensione locale. Lorenzo Vianini presenterà i principali risultati del nuovo studio dell'IPL Politiche Abitative 2030 verso un cambio di paradigma e il direttore IPL Stefan Perini illustrerà possibili ambiti di intervento per le politiche abitative nell'Alto Adige. Anche questo webinar viene registrato per dar modo a potenziali interessati di prendere visione del video collegandosi col nostro sito. Aber zunächst, warum ist Wohnen für das AFI ein Thema? Für viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Südtirol rückt der Traum des Eigenheims in weite Ferne oder lässt sich nur mit sehr großen Entbehrungen erfüllen. Das sehen wir immer wieder. Dabei bereitet der Umstand Sorge, dass die Unter- und Mittelschicht bis zu 40% ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben muss. Wirtschaftlich schwächere Familien müssen also einen großen Anteil des eigenen Haushaltseinkommens für Wohnkosten aufbringen. Dazu tritt in wenigen Tagen, am 1. Juli, das neue Gesetz Raum und Landschaft in Kraft und einer Novellierung des Wohnbauförderungsgesetzes wird zurzeit gearbeitet. Auch deshalb wollen wir uns mit dem Wohnen beschäftigen. Und mit dem heutigen Webinar wollen wir eben verstehen, wie die Südtiroler Wohnungspolitik umgestaltet werden könnte, um den Bedürfnissen der Gesellschaft von morgen gerecht zu werden und um sozialgerechtes und leistbares Wohnen in Südtirol möglich zu machen. Im Anschluss an die 2 Referate findet eine offene Fragestunde statt. Hier steht es dann jedem frei, sich in Deutsch oder Italienisch auszudrücken. Inzwischen sind Ihre Mikrofone standardmäßig ausgeschaltet und wir teilen Ihnen dann gerne das Wort im Rahmen der Fragerunde. Um mit uns zu kommunizieren, können Sie einfach die Chatfunktion benutzen. Technisch assistieren uns die AFI-Mitarbeiter Chiara Venezia und Friedel Brancaglion und Sie werden auch die Reihenfolge der Personen im Blick haben, die sich dann gemeldet haben. Und ich erteile dann in der Fragerunde das Wort. Haben Sie eben dann bitte Geduld, bis Sie aufgerufen werden. Ma adesso iniziamo con le presentazioni e chiedo subito a Lorenzo Vianini di procedere con la sua esposizione. Prego Lorenzo. Grazie Presidente Dieter Meier. Sì, oggi affronteremo in questa oretta di webinar quello che è stato il mio studio nei passati mesi, ma è un progetto che va avanti da diversi anni. Già nel 2017 abbiamo effettuato il primo studio sulle politiche abitative concentrandoci sulla legge territorio e paesaggio. Si tratta di quindi un lavoro pluriennale che ci ha visto
impegnarci su questo tema dal punto di vista dei lavoratori dipendenti. Quindi il nostro sguardo è sempre rivolto a come rendere le politiche abitative accessibili per una fascia molto larga di popolazione, una fascia rappresentata appunto dai lavoratori dipendenti. Di Studie, beginnt also in 2017 als Verbindung mit dieser Gesetz, Raum und Landschaft. Und die Idee, die ganze Analyse stammt in einer soziale Forschung. So haben wir zuallererst die Ausgangslage studiert und aus diesem Grund haben wir dann unsere Maßnahmen, unsere Idee vorgeschlagen. Wir haben mehreren Hauptthemen, mehreren Felder, wo wir unseren Blick gerichtet haben, aber ich habe nur ein paar genommen, weil natürlich haben wir 20 Minuten Präsentation, dann habe ich nur drei, die größere, genommen, drei Entwicklungen, die in diesen Jahren auch gewechselt würden. Abbiamo quindi definito la società come qualcosa in mutamento, qualcosa che sta cambiando nel tempo e abbiamo pensato di prendere questi tre tra le molte possibili campi di studio, abbiamo preso questi tre per cominciare, ma tutto il resto potete trovarlo nello studio del 2017, che ha un capitolo appositamente sulla ricerca, sullo stato della società, tra virgolette, altoatesina, con un occhio rivolto al futuro. La prima slide quindi riguarda le famiglie. Familie. Also wir haben es als Zersplitterung der Familie definiert, weil die Familie sind immer mehr, weil die Bevölkerung wächst, aber sind immer kleiner. So sind Einzelfamilie oder Familien ohne Kinder bis weit in die 30er Jahren. Aus dem Grund sind auch die Wohnpolitiken anders zu denken. Weil natürlich eine Einzelperson braucht nur 30 Quadratmeter, 40 Quadratmeter und ist ganz anders von einer sehr großen Familie. So, zurzeit haben wir eine andere Nachfrage als 20 oder 30 Jahre davor, oder 40 Jahre davor, als die die Wohnpolitiken entwickelt wurden. Quindi questa è la prima delle cose che dobbiamo tenere a mente per cambiare le politiche abitative. La seconda è ovviamente l'invecchiamento della popolazione. Il grande boom demografico che c'è stato 40 anni fa, 50 anni fa, adesso porta una grossa fascia di popolazione a trovarsi nei propri 50, 60 anni e quindi avremo anche un boom di queste persone che avranno delle esigenze molto diverse rispetto a prima. Quindi ci sarà più bisogno di appartamenti adeguati, di appartamenti più piccoli. Questo lo vediamo anche analizzando i dati del Bobi, dell'IPES, dove ci sono un grandissimo numero di appartamenti sottoutilizzati, perché una famiglia riceve un appartamento molto grande nel momento di maggiore bisogno, quando ha diversi figli a casa, quando ha magari anche altri familiari presso di sé. E poi però quella casa rimane anche se il bisogno non c'è più, quindi rimangono case molto grandi per famiglie ormai sottonumerate, diciamo. Quindi c'è anche questo aspetto da tenere a mente anche per un diverso tipo di bisogni che si hanno nel tempo e quindi avere anche delle abitazioni che adesso possano rispondere a una popolazione che sta invecchiando. Der dritte Indikator ist, bezieht sich mit der Arbeit und ich denke, das Beste, um es zu erklären, sind die Pendlerströme. Weil in Südtirol ist der Angebot nach Arbeitsplätzen sehr, sehr unterschiedlich nach Gemeinden, nach Tälern auch, weil zum Beispiel im Grödental ist es mehr touristisches Arbeit, so nur die drei Monate, vier Monate eine Saison, dann die andere Saison und so weiter. So sind auch die Nachfrage für Wohnungen sehr anders.
Und das müssen wir vor Augen halten, auch wegen einer Verschiebung, sagen wir so, der Einwohner. Weil die Preise zum Beispiel in Bozen sind so hoch, dass immer mehr Leute in die anderen Gemeinden umziehen, um dort zu wohnen und dann jeden Tag pendeln. Pendeln sie nach Bozen, pendeln sie nach anderen Gemeinden und das bringt sich neue Herausforderungen für die Wohnpolitik. Proprio il discorso sui pendolari ci fa intuire quello che l'ASTAT ha studiato già diversi anni fa e che noi vogliamo tanto brevemente riportare per dare l'immagine di quello che è il Sud Tirolo adesso, che è come questi mercati abitativi siano poi differenziati sul territorio. Abbiamo parlato di pendolari, abbiamo parlato di turismo, ci sono quindi... È possibile quindi immaginare l'Alto Adige come divisa in tre parti. Ci sono i grandi comuni che hanno un bisogno diverso da quelli degli altri comuni, hanno anche delle possibilità diverse perché l'edilizia agevolata è molto forte nei grandi comuni, ci sono sia appartamenti in vendita che appartamenti in locazione, però i prezzi sono anche molto alti e quindi il mercato spinge le classi più deboli, i lavoratori dipendenti a cercare un'abitazione in un altro comune per potersi permettere di abitare senza indebitarsi. Der zweite Teil sind die touristische Gemeinde, wo wir denselben Entvölkerung sehen, aber aus anderen Gründen, weil die Wohnungen sollen für den Tourismus als Tourismuszweck gebaut werden und deswegen fehlen die Wohnungen für die Arbeiter im Tourismus. Es fehlt auch die geförderte Wohnbau, weil es gibt keinen Platz oder kostet zu viel oder die Leute sind auch nicht so viel interessiert, weil man ist auch gewohnt, in der Eigentumswohnung zu leben, zu wohnen für ein ganzes Leben, dann an die Kinder weiterzugeben. Deswegen ist ein ganz anderes Markt als die großen Gemeinden. E il terzo è ovviamente quello dei comuni, quali abbiamo definiti periferici, ma che si possono anche differenziare tra i comuni funzionali, quindi i comuni che si stanno espandendo perché si trovano vicino a un comune dove le persone vanno a lavorare, quindi sono comuni di forte pendolarismo, e poi i comuni invece di definiti socialmente svantaggiati, che è una formula un po' strana per dire sostanzialmente che sono dei comuni dove c'è meno offerta lavorativa, quindi le persone o hanno dei lavori prettamente locali che avvengono soltanto lì, oppure anche queste si spostano verso comuni maggiori o verso dove hanno la possibilità di lavorare. Questi mercati sono caratterizzati anche da prezzi molto più bassi perché c'è meno richiesta di terreni, meno richiesta di abitazioni, quindi c'è più possibilità anche di acquistare l'abitazione e un po' meno di andare in affitto, proprio perché l'affitto è anche in Sud Tirolo è diventato ormai quasi culturalmente meno la forma meno tipica dell'abitare. Le politiche abitative hanno fortemente sostenuto l'acquisto della casa in proprietà e questo ha avuto anche delle conseguenze su come il mercato poi si è evoluto. I prezzi quindi sono proprio legati a questa differenziazione per i territori. Abbiamo delle zone, adesso non so se voi potete vedere il mio mouse, ma immagino di no. E abbiamo delle zone come quelle turistiche dove ci sono dei prezzi molto molto alti e è quasi impossibile riuscire ad abitare se non si è magari il proprietario della casa. Ci sono poi i comuni delle fasce di Bolzano, quindi i comuni dove il pendolarismo sta aumentando e dove anche i prezzi di conseguenza aumentano. Quindi diciamo che anche il livello dei prezzi rispecchia questa differenziazione che abbiamo visto. E vedo che c'è una domanda, ma la faremo dopo. Continuo. E quindi c'è... Ok. Come diceva prima il Presidente, in 2017 haben wir eine
eine der Fragen der unseren Barometer haben wir an die Schmerzgrenze gewidmet, so dass die Arbeitnehmer in Südtirol wurde gefragt, was sie für die Haushalts so die, ihren Haushalt so zahlen können, ohne sie zu belasten, sagen wir so. Und sie hatten klargemacht, das liegt zwischen 30% und 40%, 20% oder 30%. So, sie nehmen dieselben Schmerzgrenze, die in der Literatur gibt. Die Literatur sagt, dass um das erträglich zu sein, muss die Miete oder die Rückzahlung del prestito, mi viene in mente la parola, può essere al massimo del 30% per essere sostenibile da una famiglia. La realtà è che le famiglie sudtirolesi spendono di più di questo 30% che indicano come limite di sopportazione. Secondo l'Istat, le famiglie sudtirolesi spendono il 38%, escluse tutte le spese aggiuntive, tutte le spese accessorie, quindi le bollette, le spese condominiali, via dicendo. Quindi si arriva al 40-45% in media. Ovviamente più il reddito è basso, più queste famiglie spendono. Le famiglie sotto i 20.000 euro annui spendono oltre il 40%, il 43% mi sembra dagli ultimi dati. Quindi siamo in una situazione in cui le famiglie spendono molto per abitare e questo ovviamente ha delle conseguenze su tutto il resto della qualità della vita. Quando abbiamo iniziato a studiare le politiche abitative in Alto Adige, ci siamo chiesti cosa funzionasse e cosa non funzionasse all'interno delle stesse. Sono state elaborate nel 1972, quindi sono delle politiche che sicuramente sono state riviste nel tempo e che hanno sicuramente portato dei grandi vantaggi. Aber sie haben auch den Markt so verändert oder verzerrt, sagen wir so. Weil zurzeit wird es das Angebot so nicht so viel unterstützt. Und man unterstützt mehr die Nachfrage. Man gibt diese freien Beiträge für das Kauf des Hauses oder die Beiträge für den Miethauser und so weiter. Deswegen, anche l'impegno pubblico non riesce mai a stare dietro a questi bisogni. È un impegno pubblico che, soprattutto in questi momenti di crisi, farà fatica a riuscire a soddisfare le domande. Quando noi guardiamo i dati dell'IPES sono già molto al di sotto di quelle che sarebbero già le domande, diciamo, con maggiore necessità, le domande con 25 più punti. E la stessa cosa possiamo dire magari di contributi per la locazione. Quindi sono contributi che sostengono la domanda, ma che portano anche il mercato dei prezzi ad alzarsi e quindi ad avere maggiori difficoltà ad accedere all'abitazione. Aus diesem Grund haben wir zu die Genfer UN-Charta zum nachhaltigen Wohnen als Beispiel genommen, um unseren Bezugsrahmen so der Politiken zu entwickeln. Man sieht, man spricht immer von dieser Nachhaltigkeit immer in Bezug auf Umwelt, aber es ist nicht nur. Wir verstehen es als Konzept auch für die ökonomische Nachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit, die kulturelle Nachhaltigkeit, perché per esempio per noi è anche importante che i paesi mantengano la loro fisionomia. L'Alto Adige è terra di turismo anche proprio per questo, per il proprio paesaggio, per il proprio panorama. Quindi abbiamo pensato a una serie di interventi immediati e sul lungo periodo che tengano insieme queste diverse questioni. Deswegen können wir von vier Säulen für Südtirol sprechen. Hier sind nur einige der Ideen. In der Studie findet man mehr, aber diese sind nur vier, die wir genommen haben für diese Präsentation. Und sie widerspiegeln, was wir in der UN-Charta gelesen hatten. So, es sind kulturelle, soziale, wirtschaftliche und umwelttätige Nachhaltigkeit.
Prendendo, adesso prenderemo le singole colonne per vedere alcune delle misure che si possono fare, alcune delle idee che si possono praticare. Io mi concentrerò di più su ciò che può essere fatto sul lungo periodo, quindi che ha bisogno di più elaborazione, più studio alla base, mentre più tardi il direttore andrà nello specifico sulle misure che potrebbero essere fatte da subito, quindi già modificando il quadro normativo esistente senza dover fare delle grandi modifiche. Tutte queste quattro sono ovviamente tra loro connesse, quindi non è da incasellare in modo molto, molto separato e statico. Come abbiamo visto prima, sono quattro questioni anche che si intrecciano tra di loro. Wir können mit der territoriale Entwicklungen beginnen, weil Sistema ein bisschen an Seiten gelegt, aber es ist wichtig zu wissen und zu verstehen, dass es ist sicher, dass zurzeit die Eigentumswohnungen super wichtig sind und für die Leute in Südtirol am liebsten würden sie in den Eigentumswohnungen auch wohnen. Und deswegen muss man einen neuen Wohnmarkt auch, die Bedürfnisse für einen neuen Wohnmarkt auch erfüllen, aber mit diesen Gedanken immer im Kopf. Wir brauchen mehr Mietwohnungen, weil den Markt auch verändern würde, aber das passiert in langer Zeit. So, wir brauchen etwas, die für beiden Märkten auch funktionieren kann. Dobbiamo anche capire che ci sono dei mercati territoriali diversi con bisogni territoriali diversi. La persona magari a Bolzano sarà più abituata ad andare ad abitare in affitto o in case IPES, persone magari in altri comuni faranno più fatica ad avere una relazione proficua con questo tipo di strumenti. Di conseguenza abbiamo anche elaborato uno studio che guardi a queste diverse realtà e agisca di conseguenza. La seconda parte torna su un argomento che avevamo già trattato 3 anni fa, che è il sozialgerechte Wohnennutzung, ein Modell, die in München entwickelt würde und das das Mehrwert einer Umwidmung an beiden der Besitzer und der öffentlichen Hand so verteilt. Zurzeit wird es durch die Instrumenten der Enteignung gemacht, so dass Südtirol kauft 60% des Land zum Enteignungspreis und auf diesen 60% wird es gebaut, öffentlich gebaut oder aus jeden Fall ohne so Markteinrichtung, aber nur für öffentliche Gebäude oder für Unterstützergebäude, per le abitazioni quindi che sono in un qualche modo sostenute e che hanno poi su di loro anche un vincolo sociale. Noi proponiamo appunto di passare da questo modello che sicuramente ha avuto i suoi vantaggi, ma che in questo momento fa in modo che per il proprietario del terreno sia sostanzialmente una vincita all'otto questo cambio di destinazione d'uso, perché il proprietario riceve il 70% del valore di quel terreno, mentre la mano pubblica riceve soltanto il 30%, e questo in una situazione in cui il valore di quel terreno diventa 10-20 volte più alto di prima. Quindi c'è un aumento di valore molto grande di cui il settore pubblico ha soltanto un piccolo vantaggio. Quindi noi già 3 anni fa proponevamo di passare a un sistema che guardasse molto più in alto, che chiedesse il 50, il 60, anche il 70% di questo aumento di valore, che lascia comunque delle grandi risorse in mano al proprietario del terreno, perché un terreno che magari costava 20.000 euro può arrivare a costarne 100.000, può arrivare a portare nelle tasche del proprietario anche 100.000, 200.000 euro, ma porta così anche del vantaggio al settore pubblico, che non riceverà magari soldi, ma riceverà il terreno a prezzi agevolati, oppure lo riceverà anche gratuitamente a seconda del modello. Quindi proponiamo di tornare a quello strumento, di rivedere come è stato integrato nella legge territorio e paesaggio che entrerà in vigore il 1 luglio, che guarda a una suddivisione dell'incremento di valore del 30%, quindi la seconda colonna di questo schema, mentre noi proponiamo di andare verso
il 60%, quindi verso una maggioranza di questo incremento di valore verso il settore pubblico. Il quarto pilastro li vedremo meglio nella presentazione del direttore, Stefan Perini, perché si tratta sostanzialmente di qui ho scritto finanziare l'offerta pubblica, l'offerta abitativa, ma non si tratta proprio di un finanziamento, si tratta di creare le condizioni affinché questa offerta possa essere portata sul mercato. Si parla magari di seconde case o di case vuote, che attraverso degli strumenti anche finanziari possono essere riportate sul mercato nel momento in cui si crea una situazione anche vantaggiosa per chi è il proprietario di queste abitazioni. Quindi si tratta di un investimento indiretto, non si va a finanziare direttamente il proprietario. Dall'altra parte invece il finanziamento diretto deve esserci per l'edilizia sociale, quindi per il Bobi e il lavoro che fa l'Istituto per l'edilizia sociale. Allo stesso modo, nell'ultima colonna parliamo di rispettare il territorio andando a costruire sul costruito, sia sulle aree che sono già costruite, l'esempio dell'area ferroviaria Bolzano, ma anche proprio gli edifici, quindi quello che già esiste e che può essere utilizzato meglio, andando a guardare ai dati sul sottoutilizzo, andando a guardare all'efficienza energetica, andando a guardare a tutti quegli appartamenti vuoti che già esistono, ma devono essere ristrutturati per essere utilizzati. Das ist in ganzen meine Präsentation, so die Idee ist 1972 für der Grundstein für diese Wohnungspolitik gelegt, aber jetzt müssen wir das neu denken. Jetzt müssen wir an die Zukunft denken, an was in die nächsten 40, 50 Jahren passieren könnte, weil die Veränderungen in der Gesellschaft werden groß sein. Wir wissen es schon, quando guardiamo i dati, quando guardiamo alla crescita dell'immigrazione e anche dell'emigrazione, quando guardiamo i dati sul pendolarismo, all'invecchiamento, sappiamo che nei prossimi 20, 30, 40, 50 anni ci aspetteranno delle grandi sfide. Il Covid è stata una di queste, anche se inattesa, anche se strana, però ci porterà a dover trovare delle risposte. Und wir denken, dass die Nachhaltigkeit als Richtung unseren Ideen, unseren Vorschlägen auch richten soll. Le nuove leggi dovranno avere come riferimento sicuramente alla sostenibilità ambientale, ma anche tutte le altre sostenibilità di cui abbiamo parlato nel nostro studio e di cui andiamo poi nel dettaglio con le singole proposte. Grazie. Grazie Lorenzo. Abbiamo visto le principali punti dello studio che abbiamo fatto e adesso darei la parola a Stefan Perini per la sua relazione. Intanto abbiamo visto che ci sono arrivate già le prime domande, questi adesso li andiamo a collezionare e poi dopo la presentazione di Perini facciamo la Frage-Antwort-Runde, per dirla così. Stefan, bitte für deine Präsentation. Danke, Herr Präsident, für das Wort. Grazie, Presidente, per la parola. Un cordiale benvenuto, un buon pomeriggio anche da parte mia. Schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen jetzt anknüpfend auf das, was Lorenzo vorgestellt hat, 7 konkrete Handlungsfelder vorstellen, die wir auch für die Wohnungspolitik, für eine Wohnungspolitik mit Zukunft konkret vorstellen. Ecco, vado indietro ancora di una, adesso so. Also, welche Gesellschaft müssen wir uns für die nächsten 40 Jahre erwarten? Welche Gesellschaft müssen wir im Blick haben? Mein Vorredner hat das schon gesagt. Die Gesellschaft wird älter, die Gesellschaft wird mobiler, die Gesellschaft wird digitaler. Und wir denken auch, dass die Corona-Krise jetzt nur eine Klammer war, eine negative Klammer für den Arbeitsmarkt, aber langfristig werden wir sicher
oder berufsmäßig einen Fachkräftemangel haben. Das heißt, dass wieder Fachkräfte gesucht werden. Also wir brauchen Pflegekräfte, wir brauchen Ärzte, wir brauchen Leute auch in der Beherbergung, bei den Restaurants, also quer durch alle Südtiroler Branchen. Im Zuge auch dieser ganzen Entwicklungen, also einer Gesellschaft, die sich wandelt, bleibt aber der Anspruch der Politik eigentlich immer dasselbe. Der Anspruch der Südtiroler Politik muss sein, jeder Person, die in Südtirol lebt und arbeitet, Schauden ein Dach über den Kopf zu geben. Also, la società sarà in cambiamento per i prossimi 40 anni. Sappiamo che la gente invecchia, cioè diventa sempre più, la società diventa sempre più vecchia, diventa più mobile, più digitale. Sappiamo anche che il mercato del lavoro andrà di nuovo verso una carenza di manodopera, quindi abbiamo bisogno di persone di cura, persone nell'istruzione, avremo bisogno anche di manodopera in altri settori, il turismo ma anche altri settori. E quindi avremo anche gente da fuori che vorrà venire a lavorare e vivere in Alto Adige. Ecco, a fronte di una società che cambia e che quindi diventa sempre anche così più fluida, comunque l'aspirazione della mano pubblica deve sempre rimanere la stessa, cioè quella di garantire ad ogni persona che vive e lavora in Alto Adige un tetto sopra la testa. Ecco. Warum ist das jetzt für Südtirol auch wichtig? Oder was heißt das vom Ansatz her für die Wohnförderungspolitik? Das heißt, dass sehr wohl das Residenzkriterium noch präsent sein kann, also die Jahre Ansässigkeit, die man in Südtirol hat, aber dieses Residenzkriterium, also das Ansässigkeitskriterium, darf nicht mehr so prominent sein. Es geht sehr viel mehr darum, dass man wirklich schaut, den Grundwohnbedarf aller Personen zu decken. Insofern muss einfach die Deckung des Grundwohnbedarfs vor der Ansässigkeitsklausel stehen. Questo dal punto di vista delle politiche cosa significa? Significa che il criterio di residenza su cui la legge dell'edilizia abitativa è ancora fortemente incentrato potrà anche in futuro essere un criterio, ma deve essere un criterio al massimo secondario. Di fronte a una società che cambia nei prossimi 40 anni, che diventa sempre più fluida, è quindi importante che l'obiettivo principale della politica altoatesina sia quello di dare a tutte le persone che vivono e lavorano qua in Alto Adige un tetto sopra la testa, e questo significa anche che il criterio principale deve essere il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario. Quindi questo criterio deve prevalere sul criterio di residenza. Un secondo spunto è quello di separare i mercati dell'abitare. Also der zweite Vorschlag, die zweite Orientierungsmarke sind trennscharfe Wohnungsmärkte. Heute ist es so, dass durch die Sozialbindung man garantieren kann, dass die Wohnungen, die mit öffentlichem Geld auch gefordert werden, wirklich für die Deckung des Grundwohnbedarfs, also für die Erstwohnungen, eingesetzt werden. Indem man diese Sozialbindung eingeführt hat, hat man sichergestellt, dass diese Wohnungen nicht der Spekulation zum Opfer fallen, dass diese auch nicht dem freien Markt frei verfügbar sind. Es ist also diese Sozialbindung ein Schutz der Erstwohnungen vor den Wohnungen für andere Zwecke. Wir sind dafür, dass dieser Schutz aufrecht bleibt. Also muss die Sozialbindung bleiben. Sie soll lang angesetzt werden, 20 Jahre oder sogar auf ewig angesetzt werden. Man kann dann reden über Möglichkeit so des Freikaufs. Aber es ist wichtig, dass das, was mit öffentlichem Geld finanziert worden ist, auch im öffentlichen Interesse bleibt und nicht für andere Zwecke als für den Erstwohnungsmarkt zugeführt wird. Quindi, come garantire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario?
Il vincolo sociale ci sembra proprio uno strumento anche molto adatto, perché con il vincolo sociale si garantisce che ciò che è stato finanziato con soldi pubblici rimane anche nell'interesse della collettività, cioè rimane anche nel bene comune in un certo senso. Col vincolo sociale si fa sì che le abitazioni adibite al bisogno abitativo primario non vengano aggredite dal mercato abitativo privato, libero. E quindi noi siamo anche per mantenere molto stringente questo vincolo, un vincolo che può andare dai 20 anni anche in su, può essere anche illimitato, si può anche ipotizzare che ci si può anche in un certo senso si può anche uscire da questo vincolo pagando, restituendo i soldi pubblici che si hanno ricevuto, però il principio è quello che ciò che è finanziato con soldi pubblici per il fabbisogno abitativo primario rimane adibito a questo scopo. Eine dritte Maßnahme oder einen dritten Vorschlag, den wir machen, ist eine Beobachtungsstelle Wohnen. Warum brauchen wir eine Beobachtungsstelle Wohnen? Ja, wir sehen, dass sehr wenig Kenntnis da ist vom Immobilienmarkt allgemein, wie viele Wohnungen leer stehend sind, wie viele Wohnungen bewohnt sind, besetzt sind. Und vor allem auch, es wird nicht eine, sagen wir, fundierte Forschung gemacht, was auch den Bedarf anbelangt an zukünftigen Wohnungen in den verschiedenen Realitäten in Südtirol. Das kann in der Westhälfte und in der Osthälfte oder zwischen Gemeinden auch sehr stark variieren. Des Weiteren sehen wir, dass auch was die zukünftige Wohnungspolitik anbelangt, zum Beispiel in Bezug zum gedeckelten Preis, es hier eine Stelle geben muss, die wirklich auch die Preise monitoriert. Sie wissen wahrscheinlich, dass im Gesetz Raum und Landschaft, das Gesetz Raum und Landschaft ja eben auch von diesem gedeckelten Preis spricht. Und unsere Frage ist ja, wer setzt diesen Preis, diesen gedeckelten Preis fest? Wenn wir wissen, dass die Realitäten in Südtirol sehr verschieden sind und hier es eigentlich zu territorial sehr verschiedenen gedeckelten Preisen kommen müsste. Des Weiteren wissen wir auch, dass die Mieten in ganz Südtirol sehr unterschiedlich sind und hier müsste man eben auch erheben, wie viel kostet eine Miete in den entsprechenden Realitäten, um einen differenzierten Landeszins auch anwenden zu können. Wir schlagen beispielsweise vor, dass wir nicht einen einheitlichen Landesmietzins machen, sondern einen territorial differenzierten zu 75% des Marktpreises. Ecco, una proposta nostra è l'osservatorio casa. Perché questo osservatorio casa? Perché si sa poco oggi del mercato immobiliare in Alto Adige, ma soprattutto si sa poco del fabbisogno dell'abitare, si sa poco del fabbisogno attuale e si sa anche poco di quanto sono le abitazioni sfitte o non utilizzate o sottoutilizzate e neanche si sa molto di quello che sarà l'evoluzione nel tempo. Quindi si dovrebbe fare, come a Vienna, proprio una ricerca seria su quelle che sono l'evoluzione dell'abitare, anche per poter poi conoscere meglio i prezzi. La legge territorio e paesaggio parla anche di un calmiere dei prezzi, di costruzioni a prezzo calmierato, ma noi ci chiediamo chi definisce questo prezzo calmierato, se non un ente pubblico indipendente. E poi anche pensiamo che, viste le differenti realtà in Alto Adige, sia sensato anche non usare un affitto sociale, una tariffa per l'affitto sociale unica, una tariffa unica, ma anche di differenziare questa, ad esempio, impostandola al 75% del prezzo di mercato. Ein weiteres Thema, was so langsam auch nach Südtirol kommt, ist die Sharing Economy. Also mit etwas
Ja, mit etwas Sorge haben wir beachtet, dass natürlich auch die Plattformökonomie vor Südtirol nicht Halt macht und immer mehr nicht nur gastgewerbliche Betriebe, sondern eben auch Ferienwohnungen, aber auch Privatwohnungen, ja, diese Wohnungseinheiten nicht an Arbeiter und Familien aus Südtirol vermieten, sondern für Ferienzwecke. Man denke hier an Plattformen wie Booking.com oder Airbnb. Also hier wird wirklich auch in den Städten ein noch stärkerer Druck gemacht. Denken wir nur an Bozen. Also durch diese Plattformen werden Wohnungen in Bozen eher an Touristen vermietet, kurzfristig, also nur für einige Tage natürlich. Und dann haben Studenten beispielsweise oder auch junge Familien umso größere Probleme, auch Wohnungen zu bekommen. Dieses Phänomen muss natürlich aufmerksam mitverfolgt werden und man müsste hier mit Zuckerbrot und Peitsche versuchen, wirklich auch dieses Phänomen zu managen. Ecco, perché è importante governare i fenomeni di sharing economy? Beh, ovviamente la sharing economy non si è fermata alle porte dell'Alto Adige. Piattaforme come Booking.com o Airbnb, anche qui ormai sono fortemente presenti. E questo comporta anche la problematica che oggi dei piccoli proprietari magari non sono più intenzionati, non sono più incentivati ad affittare a giovani famiglie, a degli studenti i propri appartamenti, ma affittano questi appartamenti anche a dei turisti solo per qualche giorno. E questo ovviamente è un problema perché l'offerta che già poca in Alto Adige così viene ulteriormente ridotta. Quindi si devono governare questi fenomeni di sharing economy con un sistema di incentivi e disincentivi. Ricordo qui che vogliamo proprio pensare anche a una politica abitativa dei prossimi 40 anni. Questo adesso è solo l'inizio, ma questa sharing economy ovviamente avanzerà nel tempo. Also ich wollte nochmal unterstreichen, dass wir natürlich hier im Blick haben eine Wohnungspolitik für die nächsten 30, 40 Jahre und dass das jetzt erst der Anfang dieser Sharing Economy ist. Wir müssen eben schauen, wie sich das auch, also es mit Sicherheit wird sich das in den nächsten Jahren noch sehr viel stärker entwickeln. Deshalb muss das wirklich jetzt in den Anfängen auch geregelt werden. Ecco, also. Ein weiteres Ziel ist, zusätzliches Angebot zu schaffen, aber nicht indem Südtirol verbaut wird, nicht indem man Südtirol zubetoniert, sondern indem man die bestehende Bausubstanz besser nutzt. Mit intelligenten Lösungen. Beispielsweise, Lorenzo Vianini hat es davor schon präsentiert. Welches Problem haben wir in Südtirol? Wir haben heute zu große Wohnungen für zu kleine Familien. Also der Wohnungsbestand, da geht noch auf die 70er oder 80er Jahre zurück, wo auch 4, 5 Leute pro Familie waren. Und heute haben wir immer mehr Single-Haushalte oder kleine Familien, die in relativ großen Wohnungen wohnen. Das heißt, wir haben hier einen Widerspruch zwischen der Größe der Wohnungen und der Größe der Haushalte. Aus diesem Grund schlagen wir einen Teilungsbonus vor. Eine Person beispielsweise, ein Besitzer, der sich bereit erklärt, eine 120 Meter Quadrat Wohnung zu teilen im Sinn, dass man aus dieser 120 Quadratmeter Wohnung 2 Wohnungen macht zu 60 Quadratmeter, könnte steuerlich entlastet oder wirtschaftlich gefördert werden. So würde man wirklich den Grundwohnbedarf auch von 2 Familien decken und ohne, dass man hier zum Beispiel jetzt zusätzlichen Baugrund braucht. Oder mit Blick auf die Sozialwohnungen, die Wohnungen des WOBI, dort sollte man auch innerhalb des Gebäudes wirklich die Rotation der Familien oder der, sagen wir, Mieter innerhalb dieser WOBI-Wohnungen, also die Rotation zum Standard machen. Denken wir nur an eine Person oder eine Familie, die eingezogen ist in eine WOBI-Wohnung, wo sie noch zu viert war und dann sind die Kinder außer Haus und auch der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin ist gestorben, dann ist eine Person allein eventuell in einer viel zu großen Wohnung. Und wir wissen,
das zeigt auch unsere Studie auf, wie groß der Bedarf eigentlich noch ist an Sozialwohnungen, aber der kann nicht bedient werden, weil die Wohnungen besetzt sind, aber eben auch unterbesetzt sind und weil diese Personen eben nicht in eine kleinere Wohnung, umgesiedelt werden. Ecco, un'altra proposta nostra è quella di generare più offerta, ma non generare più offerta costruendo all'impazzita in Alto Adige, ma usando il costruito, cioè generare più offerta con delle soluzioni intelligenti, ad esempio favorendo anche chi è disponibile a dividere un appartamento grande. Lorenzo Vianini prima ha fatto vedere che in Alto Adige abbiamo appartamenti mediamente abbastanza grandi dimensionalmente, ma abbiamo famiglie sempre più piccole. Quindi abbiamo questa situazione dove si scontrano appartamenti grandi con famiglie piccole e dobbiamo fare in modo di tarare meglio la dimensione degli appartamenti, la dimensione anche delle famiglie. Quindi facendo in questo modo, quindi facendo una specie di bonus suddivisione, si potrebbe accontentare due famiglie piuttosto che solo una. E questo per il mercato abitativo, chiamiamolo privato o sì, privato. Invece per quanto riguarda l'edilizia pubblica, lì abbiamo un problema simile, ad esempio una famiglia a cui è stato assegnato un appartamento IPES anni addietro, una famiglia che in quel momento aveva forse anche quattro componenti, nel frattempo i bambini sono usciti di casa e anche il partner o la partner di vita è deceduta e ora una persona si trova sola in un appartamento abbastanza grande. Questa persona ovviamente toglie delle possibilità abitative a altre persone, quindi deve essere anche uno standard, quello di favorire la rotazione all'interno degli alloggi IPES. Nächster Punkt. Der Zugang zum Eigenheim soll auch in der Wohnungspolitik der Zukunft in Südtirol eine Rolle haben, eine auch bedeutende Rolle, aber es soll nicht eine Einbahnstraße sein. Also wir sind ja auch nach wie vor für die Förderung des Eigenheims, aber es muss Alternativen geben. Also es soll nicht eine alternativlose Entscheidung sein, sondern eine bewusste Entscheidung. Wir denken aber, dass gleichzeitig, dass es besser ist für die Eigentumsförderung der Zukunft, jene zu fördern, die schon etwas angespart haben, also das Sparen noch zusätzlich fördern, als Unterstützungen wie beispielsweise die Verlustbeiträge. La promozione dell'accesso alla casa di proprietà sarà anche nelle politiche abitative del futuro. L'accesso alla casa di proprietà sarà anche nelle politiche abitative future dell'Alto Adige una politica molto importante, deve rimanere anche una politica importante. Però non deve essere una strada a senso unico o non può essere la politica in mancanza di altre alternative. Ecco, questo è il punto centrale. Riteniamo che comunque se si voglia favorire anche l'accesso alla casa di proprietà non lo si debba fare con i contributi a fondo perduto, ma favorendo chi già risparmia, garantendo un accesso agevolato al credito oppure dando qualcosa in più alla somma risparmiata piuttosto che questi contributi a fondo perduto. Ultima cosa, settimo punto di quelli che presentiamo. Qui adesso andiamo dal mercato di proprietà, dalla casa di proprietà al mercato degli affitti. Siamo convinti che si debba incentivare l'incontro tra domanda e offerta per quanto riguarda anche il mercato degli affitti. Questo può succedere con degli strumenti fiscali, per esempio differenziando nell'IMU, promuovendo quelli che danno per esempio degli appartamenti a
a studenti oppure ma anche chi ma anche in un certo senso colpendo coloro che lasciano le abitazioni sfitte e inutilizzate. Quindi aumentiamo questa IMU per chi dei proprietari lascia questi appartamenti sfitti e incentiviamo chi li mette sul mercato. Abbiamo visto qui un modello molto interessante, quello di Milano Abitare, giusto 3 giorni fa, e abbiamo visto come anche una fondazione possa favorire anche questo incontro tra domanda e offerta ad un prezzo, ad un canone calmierato. Also wir denken mit Bezug auf den Mietmarkt, dass man Anreize setzen muss, damit Mietangebot und Nachfrage zusammenfinden. Wie kann das passieren? Wir haben hier ein interessantes Modell vor einigen Tagen gesehen, Milano Abitare, eine Stiftung, die eben sich darum kümmert, dass dieses Angebot und die Nachfrage zusammenkommt, zu einem festgelegten Mietzins, also zu einem günstigen Mietzins. Die öffentliche Hand kann dann weiters auch über die GIS eingreifen, indem man beispielsweise leerstehende oder wenig benutzte Wohnungen höher besteuert und indem man die GIS beispielsweise auch reduziert für die eben die Wohnungen in den Markt einbringen. Vertiefungen finden Sie in verschiedenen Publikationen von uns. Wir haben das Thema schon 2017 aufgegriffen mit einem AFI-Zoom, soziale Gerechtigkeit und Wohnungspolitik. Die erste Studie von Lorenzo Vianini ist 2017 erschienen und jetzt die Studie, aus der wir heute Teile vorgestellt haben, sie wird dann ab Montag im Internet zur Verfügung stehen. Per chi vuole approfondire, ecco, è dal 2017 che ci occupiamo del tema. Abbiamo poi fatto uno studio, Lorenzo Vianini insieme a Fred Brancaglione ha fatto questo studio nel 2017 e ora sarà disponibile questo nuovo studio di cui parte Lorenzo Vianini ha presentato e sarà disponibile da lunedì sul nostro sito internet. Ringrazio per l'attenzione e sicuramente adesso ci sarà un'interessante discussione. Grazie. Ja, danke Direktor Stefan Perini für diese interessanten Anregungen. Es sind schon einige Fragen eingetrudelt, wenn ich so sagen darf. Ich möchte Herrn Peter Volker einfach bitten, dass er seine Fragen direkt hier ins Webinar stellt. Bitte, Herr Volker. Ja, guten Tag, herzlich willkommen und vielen Dank für die sehr interessanten Vorträge. Hört man mich? Man hört sich sehr gut. Ja, also potrei anche proseguire in italiano, però preferisco di parlare in tedesco perché sono forse alcuni studenti del gruppo austriaco qui. Wir arbeiten an der Universität Innsbruck am Institut für Gebäudelehre zu dem Thema leistbares Wohnen im ländlichen Raum, auch in Südtirol. Und wir kennen natürlich auch die Studien des AFI und wir haben die auch studiert und diskutiert und wir arbeiten an verschiedenen Strategien des leistbaren Wohnens in Südtirol. Deswegen haben wir uns sehr intensiv auch mit dem beschäftigt. Und ich schätze auch die Arbeit des AFI, muss ich dazu sagen, weil es mehr als an der Zeit ist, dass auch in Südtirol innovative Aspekte der Wohnpolitik diskutiert werden. Weil meine Frage war, ob man sich auch auseinandersetzt mit innovativen Wohntypologien und mit innovativen Formen der Baugrundmobilisierung, das auch ein Thema ist und ob die Referenten dazu etwas sagen könnten. Ja, danke, Herr Volker. Ich bitte um Direktor Perini, können Sie vielleicht den Bildschirm wieder zugeben? So können wir uns sehen. Nein, genau. Danke. Ja, also danke für die Komplimenten für die Studie. Als Sie das gelesen hätten, vielleicht wissen Sie schon, dass Bodenmobilisierung steht nicht wirklich in unserem Zielpunkt. So, wir denken, dass wir haben sehr knappen Boden
5% ist umsiedelbar und schon die Hälfte würde bebaut. So, wir haben sehr kleinen Bodenverfügbarkeit. Deswegen, wir haben nicht so viel gearbeitet, wie nicht so viel in Richtung Mobilisierung gearbeitet. Wir denken, dass wenn 12,5% der Wohnungen frei sind, so nicht bewohnt sind, wir haben schon ein sehr großes Angebot zu benutzen. Wir müssen nur dieses mobilisieren, das schon. Und auf der anderen Seite, wir müssen auch sagen, dass eine neue sozialgerechte Bodennutzung in Südtirol würde zu weniger Bodenmobilisierung bringen. Weil natürlich die Privaten hatten dann auch weniger Interessen, ihren Raum zu umwidmen. Weil natürlich bringt weniger Geld, weniger Vorteil. So in Richtung Bodenmobilisierung haben wir nicht so viel gearbeitet. Für die neuen Modelle, das ist sicher einer unserer wichtigsten Punkte. Es ist ein bisschen mehr in den alten Studien im Blick als in den neuen. In den neuen sprechen wir in allgemein von Kooperativen, weil natürlich ist die Kooperativenwelt in Südtirol einer der wichtigsten. Ich hörte mich wieder. So sind unter die Kooperativen zu verstehen in unserer Studie, aber wir haben mehrere neue Ansätze für das. Einer der neuesten oder innovativen für Südtirol, ich denke, sind diese Rotationsverfahren zwischen auch die Kooperativen. So, das ist auch eine Art Sharing Economy, eine Art Netz zwischen die Kooperativen, die wir bauen sollen, weil wenn die Leute in Südtirol durch Kooperativen etwas bauen, es gibt auch das Problem, dass in der Zeit würde diese Investition vielleicht nicht so an das Leben der Leute passen. Und eine Art Rotations könnte eine der möglichen Antworten sein. Über Sharing Economy, es gibt vielleicht auch ein bisschen ein Unverständnis. Wir haben es mehr über Airbnb gedacht. So die Probleme, die Airbnb in Bozen oder in die touristischen Gemeinden hier in Südtirol bringt, weil die Nachfrage würde auch geändert und, sagen wir so, verzerrt durch diese Arten Sharing Economy. Aber sicher sind alle neue Modelle und alle neue Ansätze, die wir auch schätzen und in unserer Studie auch Platz finden. Ja, danke schön, ja. Kann ich ganz kurz noch anschließen, 2 Sekunden. Die Sharing Economy Frage, wir beschäftigen uns zum Beispiel auch mit der Frage der Kapitalisierung des Territoriums durch Tourismus. Und da ging es um Fragen, wie man mit Tourismusmodellen Wohnraum querfinanzieren könnte. Also die Inspiration kommt vom Bandelhuber, der im deutschen Sprachraum zudem arbeitet. Ist natürlich immer schwierig, bestimmte Modelle von Großstädten auf ländliche oder regionale Gebiete zu übertragen. Aber ein Projekt beschäftigt sich in Grödental mit dieser Frage, wie man über Sharing-Systeme, und gemeint sind jetzt nicht nur sozialromantische Modelle, sage ich es mal so einfach gesprochen, sondern einfach Leerstände, die entstehen, ob man die quasi in solche zirkulären Teilungssysteme reinbringen könnte. Und das war eigentlich unsere Überlegung. Also dazu arbeiten jetzt Studenten auch in ihren Masterarbeiten. Und das ist etwas, was wir sehr stark diskutieren. Also nicht nur Airbnb, das natürlich auch. Da gibt es eine Arbeit von einer Studentin in Bozen, aber eben auch Sharing-System in einem weiteren Sinne, also nicht nur jetzt negativ besetzt, sondern als ein Potenzial. Und die Architekten, die denken halt immer auch von den Typologien aus und versuchen da, sagen wir so, sogenannte elastische Typologien zu denken, um bestimmte wenig genutzte Flächen, sagen wir, in Zirkulation zu bringen. Auch Rotationssysteme sind das, und daran arbeiten wir auch sehr stark. Ne? Die Sharing Economy nicht auf jeden Fall schlecht. Wir haben nur in unserer Studie es als so schlechten Beispiel so genommen im Fall Airbnb und im Fall Touristifizierung und Kapitalisierung der Stadt genommen, weil
natürlich ist einer der größten Druck auf den Wohnmarkt in Südtirol und deswegen haben wir es so studiert. Aber ja, natürlich sind andere Arten Sharing Economy sehr wichtig und sehr wir offen auch auf solchen, weil zum Beispiel die innovativen Wohnprojekte sind wenig in Südtirol, nur ein paar in Bozen und nur ein paar neue Ideen in ganzen Südtirol. So sind einer der Wege, die wir noch dobbiamo ancora esplorare. Ecco. Sì. Grazie mille, grazie. Ja, danke, Herr Volker, für die Fragen. Ich habe jetzt keine neuen oder anderen Fragen hier aufscheinen. Vielleicht interessiert noch jemand etwas Genaues oder möchte jemand nachfragen zu dem, was Herr Vianini und Herr Perini heute vorgestellt haben? Es gibt schon eine. Der Markus Capello. Unser Markus Capello, würde ich sagen. Ja. Hört man mich? Ja. Okay, ja, danke, sehr interessant. Also sowohl am Dienstag als auch heute. Und ich wollte den Lorenzo Vianini fragen, weil die Idee, die mir gefällt, die Idee, dass man sagt, eben das Angebot, dass man das Angebot erhöht. Jetzt in meinem Fall zum Beispiel vor allem das Angebot an Mietwohnungen, dass man das eben auch dadurch erhöhen kann, indem man den Eigentümern Anreize gibt, sie zu vermieten. Das heißt einerseits, dass man ihnen das Risiko nimmt, dass sie die Mieter nicht mehr rausbekommen und die nicht bezahlen und andererseits, dass man ihnen hilft, bei der Verwaltungstätigkeit. Ich spreche dann vor allem von vielleicht älteren Vermietern auch, die einfach vielleicht Angst haben zu vermieten und dadurch eben also Wohnungen leer stehen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, inwieweit das zum Beispiel das WOBI in Südtirol diese Rolle übernehmen kann, wenn man dem WOBI mehr Ressourcen gibt, dass sie einen Fonds, diesen Risikofonds einrichten können und auch ein paar Leute anstellen können, die dann für die Eigentümer, die Kleineigentümer, die Verwaltung ihrer Wohnungen übernimmt. Ob man da so ein Modell, das zwischen dem Vogevose von Vorarlberg und zwischen dem, was wir gehört haben von Mailand, existieren könnte. Dass also die Eigentümer zu einem geringeren Preis als am Markt die Wohnungen dann das WOBI geben, dass sie dann auch dem dann weitergeben kann zu einem sozial gerechten Preis und aber dadurch halt auch mehr Wohnungen zur Verfügung stehen zu einem gescheiten Preis und man dadurch eventuell auch ein paar Wohnungen dieser Sharing Economy entzieht. Ja, danke. Ja, danke, Markus. Ja, sicher. Das ist so, vielleicht ist es den Best-Case-Szenario, sagen wir so. Wenn das WOBI die Tätigkeiten von Milano Vitale oder von der Vogevosi auch auf sich nimmt, gibt es mehrere Möglichkeiten, weil sie haben schon sie haben nicht nur das Geld, aber auch die Möglichkeit, sich als Zwischenstelle zu stellen. Questo soprattutto per quanto riguarda appunto i finanziamenti, avendo già un grandissimo patrimonio di oltre 12.000 abitazioni, l'IPES non soltanto può mettere a disposizione le abitazioni per eventuali bisogni di rotazione o di trasferimento e via dicendo, quindi ha anche una possibilità di garantire un'offerta alternativa alle case che vengono messe in affitto passando attraverso l'IPES, quindi con un modello simile a quello di Milano Abitare, ma anche la possibilità di usare questo enorme patrimonio per ricevere dei finanziamenti, quindi per chiedere
dei mutui presso le banche e via dicendo, quindi ha anche la possibilità di andare poi a coprire delle spese che si rendono necessarie per portare queste abitazioni inutilizzate sul mercato. Quindi sicuramente per noi l'IPES è l'attore privilegiato in generale delle politiche abitative, ma anche nel particolare di questa idea di creare un sistema simile a quello di Milano Abitare per mettere in contatto l'offerta e la domanda in modo vantaggioso per entrambi, quindi integrando con dei vantaggi fiscali o con altri strumenti, insomma. Quindi sicuramente l'IPES è l'attore a cui guardiamo, magari nello studio non sarà così esplicito, perché noi proponiamo in generale che venga affrontato questo argomento e che si trovi una modalità per farlo, però se questo soggetto fosse l'IPES sarebbe sicuramente un progetto più capace di rispondere alle esigenze di tutti i sudtirolesi, questo è certo. Grazie. Dankeschön. Frau Gerlinde Haller möchte gerne Stellung nehmen, bitte. Ja, hallo, Gerlinde Haller, mein Name, ich bin Sozialwirtin und arbeite jetzt seit circa 1,5 Jahren mit einer Kollegin, Architektin Ida Maurer, zusammen. Und ich möchte jetzt weniger eine Frage stellen oder eben keine Frage stellen, sondern eher eine Stellungnahme abgeben. Wir versuchen das Thema gemeinschaftliche Wohnformen für Südtirol eben auf den Markt zu bringen oder umzusetzen, weil zum einen also aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin Mutter von 4 Kindern und das wäre wirklich ein Wohnmodell, was ich mir sehr gewünscht hätte, mit Kindern einfach in einer Gemeinschaft zu wohnen. Aber wir glauben auch, dass es mehr Flexibilität brauchen könnte, wenn es auch noch Nutzungsrechte gibt, also dass man neben Eigentum und Miete auch da die Möglichkeit von Nutzungsrechten in Südtirol auf den Markt bringt. Und da gäbe es beispielsweise das Modell der Kooperativa Indivisa, Proprietà Indivisa, also so mit Miteigentum. Und eben, wir versuchen über das Co-Housing Südtirol diese Modelle zu informieren und zu sensibilisieren. Das Interesse von den Leuten ist da. Also wir haben eine Plattform und haben jetzt in diesen 1,5 Jahren circa 400 Leuten, die sich da gemeldet haben und nachfragen und Interesse und neugierig sind. Aber wir merken, dass es einfach schwierig ist, weil Verwaltung und Politik einfach sehr in freien Markt, geförderten Wohnbau, sozialen Wohnbau denkt und wir mit diesen gemeinschaftlichen Wohnformen zurzeit einfach auf dem freien Markt es nicht leistbar ist und auf dem geförderten eben nicht möglich ist. Deshalb, das wäre so unser Wunsch oder wo wir dahinter sind, dass auch solche Modelle möglich sind. Wobei für mich die Frage ist, also eigentlich sind es ja nicht mehr innovative Wohnmodelle, weil wir werden momentan auch so ein bisschen abgespeist im neuen Wohnbaugesetz, sind ja innovative Wohnmodelle vorgesehen. Aber diese gemeinschaftlichen Wohnmodelle gibt es seit 40, 50 Jahren in Europa. Und die Frage ist, wollen wir die auf dem Markt, wollen wir diese Möglichkeit bieten oder eben ist wirklich ein innovatives Wohnmodell oder wie gehen wir da vor? So, danke, soweit von meiner Seite. Ja, was ich sagen könnte, ist sicher so, es ist auch, dass in Italien und in Südtirol man braucht die Kooperativen nur zum Bauen. Und das ist auch einer der Punkte in unserer Studie. Wir wollen keine nur Kooperativen zum Bauen haben, aber Genossenschaften, die für eine längere Zeit auch tätig sein könnte. Man hat zu viele Kooperativen, die nur für den Zeitbau geöffnet würden und nur wegen steuerrechtlicher oder andere rechtlichen Sachen geöffnet würden und dann mit dem Bau würden sie auch geschlossen. Mit dem wirklichen Zusammenleben haben nichts zu tun. Deswegen schreiben wir in unserer Studie, wir brauchen mehr ein Kooperationsmodell, die auch nach dem Bau so arbeitet. Also danke für den Hinweis auch. Dankeschön. Wir haben jetzt die nächsten 2 Wortmeldungen. Einmal Christian Droger und danach Beatrix Unterhofer. Christian, bitte.
Ja, danke. Schönen Tag an euch alle. Ich hatte leider jetzt nicht die Möglichkeit, von Anfang an diese Konferenz praktisch zu hören, weil ich leider andere Beschäftigung hatte. Und ich wollte noch vielleicht kurz ein bisschen auf die derzeitige Situation, was den sozialen Wohnbau betrifft und die effektiven großen Verspätungen hinweisen. Da wir ja über 1.000 Sozialwohnungen aufgrund des Bedarfskriteriums nicht verwirklicht haben und wir haben ja auch gesehen jetzt mit diesen interessanten Daten, was aus Wien uns vor allem eben, sagen wir so, auch mitgeteilt wurden im letzten Seminar am vergangenen Dienstag, dass de facto, sagen wir, in Südtirol wirklich einen extrem großen Aufholbedarf haben, auch weil wir eben einen extrem großen Faktor der Verarmung in der zu teuren praktisch Mietwohnungspraxis in Südtirol haben. Deshalb meine Frage, es wäre, und da ja die Landesverwaltung in dem letzten Jahrzehnt deutlich gekürzte Mittel auch für diese Förderung und den Ausbau des sozialen Wohnbaus effektiv umgesetzt hat, was wir als Gewerkschaften zwar heftig kritisiert haben und wir auch schon am Ende der Ära Durnwalder diese Sachen angeprangert haben, aber auch de facto unter der neuen Leitung von Kompatscher sind wir nicht imstande gewesen, eben dieses Kapitel des sozialen Wohnbaus effektiv auszubauen, um effektiv diese zu vielen fehlenden Sozialwohnungen aufgrund des Bedarfskriteriums, was ja gesetzlich festgeschrieben ist, dieses effektiv, sagen wir so, die Situation zu verbessern. Denn eine wesentlich stärkere öffentliche Initiative in diesem Bereich würde dazu führen, dass wir auch im privaten Bereich dieses absolut viel zu hohe Wohnungskostenniveau effektiv senken könnten. Dankeschön. Ja, danke Christian für die interessante Stellungnahme. Ich möchte jetzt das Wort dann an Beatrix Unterhofer geben. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Hört man mich? Ja. Gut. Ich würde gerne fragen, was darf sich Otto Normalverbraucher, also der einfache Bürger von der Straße, unter dem Modell unter Wohnsharing in der Praxis vorstellen? Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, so, es hängt viel um was wir im Kopf haben für Wohnsharing, weil zum Beispiel sind einige Modelle gleich um eine, wie Gerlinde Haller hingewiesen hat, nur um Nutzungsrechte zu haben, so keine Besitz des Hauses, aber nur Nutzungsrechte für den Zeit, die wir brauchen. So ist etwas in der Zwischenstelle zwischen Miete und dem Eigentum. Es können auch Sharing des Hauses im Sinne von, wir machen ein paar Jahre hier und dann wechseln wir zu einem Rotationsverfahren, die wir schon hingedeutet haben. Es hängt ein bisschen um was die Frage ist auch. Hallo, hören Sie mich noch? Ja. Aber ist das noch Theorie oder gibt es das schon in der Praxis umgesetzt? Also für Südtirol ist es noch Theorie, weil es gibt kein Beispiel oder keine eigentliche Projekt in diesem Sinne. In anderen Städten und anderen Staaten ist es schon Praxis. Es gibt schon Beispiele. Man denkt immer an Berlin, aber man kann auch von Wien sprechen und von anderen Staaten, wo wir wirklich was in dieser Sinne gemacht würde. Aber ist da dann ein Unterschied zwischen Mieten und Sharing? Wäre dieses Sharing immer auf limitierte Zeit, begrenzte Zeit gedacht oder auch für jemanden, der einfach anstatt in Miete zu gehen, dann ein Sharing vereinbart? Was ist das Modellbeispiel, das Sie im Kopf haben? Was ich im Kopf habe, beiden. Weil es hängt um was man braucht. Weil es ist so gedacht, dass man verliert nicht seine Investition beim Kaufen eines Hauses im Sharing,
weil man kauft ein Haus, aber wenn man dieses Haus nicht braucht, kann man in einem anderen Kooperationshaus oder einem anderen Projekt, ähnliches Projekt woanders so umziehen. Das ist ein bisschen die Idee hinter das. Aber das kann auch sein, das kann auch den anderen sein. So, es hängt immer um Projekten. Was so innovativ ist von diesen Projekten, wie schon Gerlinde Haller hingewiesen hat, ist, dass es gibt keine Regeln für alle. Es sind spezifische Projekte, die schon von Jahrzehnten gibt, die an eine spezifische Nachfrage antworten. Das ist die Idee und ich denke, es können die beiden auch zusammenleben. Und ja, das ist ein bisschen die Idee. Meiner Meinung nach soll man zusammenbauen, so investieren, zusammenbauen, ohne die Miete zu zahlen, sonst was für das Bau erforderlich war, zu zahlen. Und dann, wenn man dieses Haus nicht mehr braucht, woanders umziehen. Und eine Form finden, wo das nicht zur Vermietung des ursprünglichen Hauses so bringt. Das ist noch im Gang. Also in unserer Studie ist noch im Gang, sagen wir so. Aber vielleicht kann Herr Folger was mehr dazu sagen. Ja, es hat sich inzwischen Frau Christina Maserer zu Wort gemeldet. Ich möchte jetzt Folgendes vorschlagen, da die Zeit jetzt schon auch ein bisschen fortgeschritten ist. Es hat sich eine interessante Diskussion jetzt entwickelt, aber wir werden jetzt doch langsam beim Abschließen sein. Das heißt jetzt, vorrei dare la parola prima alla signora Maserer, che ci darà il suo contributo, e poi a Peter Folger, che subentrerà adesso come ultima persona in questa discussione. Se va bene, darei la parola adesso alla signora Christina Maserer. Grazie. Sì, parlo? Mi sentite? Sì, grazie. Intanto grazie per la bellissima e interessante presentazione. Io volevo appoggiare l'idea di un osservatorio che secondo me è un'idea e sarebbe un investimento e ha un senso proprio nella prospettiva di lungo periodo. E non so se avete pensato rispetto al recupero degli spazi in disuso o degli edifici in disuso, anche l'esempio che è stato utilizzato a Glorenza, in cui la provincia, in quel caso il comune, però potrebbe essere anche la provincia o l'IPES, ha acquistato lì le case che erano praticamente completamente da ristrutturare, le ha ristrutturate e le ha rivendute a prezzo di costo. E questo sistema potrebbe essere estremamente calmierante per i prezzi, insomma, delle abitazioni. E inoltre un piccolo stimolo sull'idea che alcuni spazi, anche quando le famiglie non sono, insomma, diciamo, possono cambiare spazio perché la casa è ormai troppo grande, esiste anche la possibilità magari di pensare a case per lavoratori o anche a Wohngemeinschaft. Adesso nel mio scritto ho pensato ai giovani, però forse anche Wohngemeinschaft nel futuro per anziani potrebbero essere dei modi per anche abbattere la solitudine. Ecco, tutto qui. Grazie intanto. Grazie signora Maserer. Sì, sicuramente quello di Glorenza è uno degli esempi che abbiamo tenuto a mente e anzi nell'idea iniziale di conferenza dal vivo era anche previsto che magari ci fosse la possibilità di invitarli e di far presentare a loro la loro idea. Purtroppo appunto le condizioni attuali ci hanno obbligato a dei webinar che hanno ovviamente dei limiti anche di tempo e di coinvolgimento. Però sì, sicuramente quello è uno degli esempi che abbiamo tenuto a mente ed è anche una delle idee dietro
a un così forte sostegno alla ristrutturazione e al riutilizzo degli spazi. E, riguardo invece all'ultima cosa a cui faceva riferimento, quindi alla possibilità di pensare anche le abitazioni, gli edifici in un senso di riuscire a portare insieme più generazioni, è una delle proposte che facciamo soprattutto guardando all'IPES. L'IPES, che ha la possibilità di costruire interi edifici, ha sicuramente la possibilità di pianificare per tempo che ci siano appartamenti previsti per determinate fasce di famiglie, determinate anche fasce di età. In questo modo si può creare una rotazione interna agli edifici. Io penso sempre magari agli appartamenti al primo piano che sono pensati per anziani, quindi sono più piccoli, danno la possibilità a loro di abitare in modo agevole, quindi sono pensati per loro e possono essere poi utilizzati per la rotazione all'interno dell'edificio. Quindi una famiglia ovviamente magari entra con i propri 20-30 anni dentro la casa IPES e rimane fino ai 50-60 anni e può ruotare all'interno dell'edificio, quindi non perde diciamo il proprio tessuto sociale, che è uno dei problemi dello spostare le persone più anziane dalle proprie abitazioni, non perde il tessuto sociale perché è lo stesso edificio, ma ha un'abitazione più adatta ai propri bisogni. Quindi in questo senso abbiamo proprio fatto anche delle proposte quasi operative, direi, pensando alla possibilità di anche di fare delle Wohngemeinschaften o anche di lavorare in questo senso, ecco. Danke Lorenzo. Wir haben jetzt noch einmal Peter Volker und danach möchte sich Ita Maurer noch zu Wort melden. Ja, vielen Dank. Hört man mich? Also ich wollte nur ganz kurz ergänzen, weil vorhin die Frage aufgetaucht ist, wie schauen solche Wohngemeinschaften konkret aus? Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Modelle mittlerweile. Und es geht im Grunde darum, auf Patchwork-Situationen zu reagieren, aber auch auf den Generationenkonflikt oder Bedarf, dass junge Leute mit Eltern im Haus wohnen. Aber es geht sogar, wir haben da untersucht, zum Beispiel Spreefeld in Berlin, auch um Modelle, sogenannte Optionsräume zu schaffen. Das heißt, man schafft Wohnraum für Menschen ganz punktuell, die plötzlich in einer Gemeinschaft integriert werden können über einen ganz bestimmten Zeitraum. In Wien gibt es ein Modell, wo man Migranten so unterbringt, zum Beispiel in Studentenwohnräumen. Und es gibt auch in Zürich Modelle, wo völlig unterschiedliche Personen in einer einzigen Wohnung leben, sogar der Mann und die Frau in getrennten Räumen. Das sind dann Mini-Wohnungen in größeren Wohnungen. Es gibt für Musiker eigene Modelle, wie Musiker in Wohnräumen untergebracht werden können, weil die als störend empfunden werden oft. Und die sogenannten Gemeinschaftswohnräume, dafür gibt es, haben wir jetzt einmal mit den Studenten eruiert, circa über 30 Modelle haben wir herausgefunden, die derzeit diskutiert werden. Wir haben auch beobachtet, dass in Südtirol da in der Richtung noch relativ wenig gemacht wird. Also es gibt da ganz wenig Vorschläge mittlerweile oder noch. Und ein Problem, das auftaucht, ist, wie wird man in Zukunft im ländlichen Raum zum Beispiel Sorgesysteme aufbauen? Und auch das ist über Wohngemeinschaften zu regeln. Und das hat natürlich ein riesiges Potenzial. Das wollte ich nur ergänzend dazu noch sagen von vorhin. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Volker. Das sind immer sehr interessante Anregungen, die man vielleicht auch, die es auch wert sind, dass man sie natürlich vertieft. Dankeschön. Und zum Schluss noch möchte ich jetzt bitten, dass Ita Maurer seinen Beitrag gibt. Ja, guten Tag. Ja. Ich bin Architektin und die Partnerin von Gerlinde Halder. Ich habe mich leider erst später zugeschaltet, weil ich das Webinar über die Raumordnung belegt habe. Aber ich wollte zwei Sachen sagen, die mir sehr am Herzen liegen. Erstens habe ich den Eindruck, dass da der prinzipielle Zugang zu dem Co-Housing ein etwas unorthodoxer ist, eine Südtiroler Variante vielleicht, dass wir als erstes versuchen, ein Regelwerk zu schaffen, nachdem man das abwickeln kann. Ich kenne viele Beispiele in Wien, in Berlin und habe mich in letzter Zeit mich auch mit Dingen beschäftigt, die in Skandinavien passieren und habe festgestellt, dass eigentlich der Knackpunkt der ist, dass diese Bewegung entstanden ist,
heraus aus dem Bedarf, dass die Menschen aus Eigeninitiative sich zusammengetan haben und eben solche Modelle geschaffen haben, ohne dass sie vorher die rechtlichen Rahmenbedingungen versucht haben, auf ihre eigenen Bedürfnisse eben abzuändern. Und ich denke mir, das ist ganz ein großer Unterschied, weil es wäre, wie wenn ich sage, okay, ich sammle jetzt 100 Männer und Frauen, die Familie gründen wollen, und ich würfe die dann so zusammen, wie mein Gesetz oder meine Ordnung, wie ich sie mir vorstelle, wie es eben sein soll, und verlange dann, dass das funktioniert. Das läuft eben nicht so. Es muss sich eine Gruppe finden im Vorfeld. Also das ist wie wenn man eine Freundschaft entwickelt und sagt, aha, das sind jetzt Leute, mit denen kann ich gut, da kann ich was teilen. Und um mit diesen Menschen eine Nähe zu entwickeln in einem Wohnbaurahmen, würde ich auch für gewisse Dinge auf gewisse Dinge verzichten, weil ich einen Mehrwert habe, dass ich eben mit dieser Gruppe mein Wohnen und mein Leben gestalten kann. Sie haben zuerst das angesprochen vom Wohnbauinstitut als übergeordnete Institution, die sowas in die Hand nehmen kann. Also ich denke mir, da gibt es ein ganz tolles Beispiel in München. Die Stadt München finanziert ein Büro, das eben wirklich nur Vermittler macht und Techniker oder Moderatoren für diese Baugruppen, wie sie im deutschen Sprachraum genannt werden, eben vermittelt. Der Service am Bürger ist kostenlos, aber der Bürger nimmt es dann wirklich selber in die Hand, eben mit einer Moderation dann eine Gruppe zusammenzustellen, sich einen Architekten zu suchen, einen Bauplatz zu finden und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine Bewegung, die von unten kommt und wo die Leute sich einfach zusammentun, weil sie sagen, ich will in diese Richtung. Und auch was die Finanzierung betrifft, da ist man in nordischen Ländern schon viel, viel weiter, weil das geht so weit, dass man das eben anstrebt, auch unabhängig von Banken zu sein, dass man das auch mit den Ressourcen der Menschen, die eben in diesen Wohnmodellen eben leben möchten, dass wer hat, auch was dazu gibt, anstatt das Geld auf der Bank arbeiten zu lassen, in diese Wohnprojekte hinein, weil im Grunde kann man sagen, es ist eigentlich halt sehr ein geringes Risiko. Ich baue eine Immobilie und selbst wenn die Gruppe irgendwann nicht mehr funktionieren würde und auseinanderfallen würde, dann habe ich immer eine Immobilie, die ich auf dem Markt nach ganz traditionellen Regeln verkaufen kann. Also da sehe ich relativ wenig Risiko drinnen, dass man sagen muss, ja, man braucht übergeordnet irgendein Regelwerk, ein staatliches oder auf Provinzebene, dass da das mit dem Rettungsschirm dann macht. Das in diesem Modell eben auch Menschen leben, die vielleicht finanziell sich sehr gut stehen, aber auch Menschen, die vielleicht sozial schwächer sind. Das macht eigentlich den Anreiz und das Spannende in diesen Modellen aus, weil das ja eigentlich dann wirklich ein ganz ein normaler und gesunder Querschnitt der Gesellschaft ist. Dann wollte ich noch einen zweiten Punkt ganz kurz ansprechen, die Sharing Economy. Ich glaube, da haben wir auch ein etwas verzerrtes Bild noch, weil wir kennen Uber und Airbnb und solche Sachen als Organisationen, die dem Markt etwas wegnehmen. Ich belege zurzeit einen Unikurs an einer schwedischen Universität, die über Sharing Cities, also die das Thema Sharing Cities im Blickpunkt hat. Und ich muss sagen, also ich habe wirklich Bauklötze gestanden, wie ich gesehen habe, welchen lockeren Zugang die da haben. Und wie partnerschaftlich da die Bürger, die eben in Eigeninitiative irgendwelche neuen Modelle aus dem Boden stampfen, mit der Gemeindeverwaltung umgehen. Das heißt, wenn es eben Uber oder Airbnb gibt und es wird festgestellt, dass das eine Entwicklung ist, die der Stadt eben nicht mehr gut tut, dann wird einfach eine neue Regelung geschrieben, dass zum Beispiel eine Wohnung, die jemand besitzt, eben nicht 365 Tage an irgendjemand vermietet werden darf, an eben zum Beispiel den klassischen Touristen, der dann in der Summe eben mehr Geld pro Tag dort lässt oder zurücklässt als ein Student oder ein junges Paar aus der Stadt, sondern das wird dann einfach begrenzt, dass man eine Wohnung dann nur mehr vielleicht 90 Tage im Jahr für so einen Zweck vermieten kann. Und dasselbe ist dann auch zum Beispiel mit alternativen Transportwesen und so weiter und so fort. Und eine zweite Sache, die in der Sharing Economy dort viel weiterentwickelt ist, dass man erkannt hat, dass sich da einfach eine neue Art von Arbeitsplätzen
ergeben kann, an das niemand gedacht hat. Also die gehen, zum Beispiel, also schon ein Beispiel in diesen Wohnanlagen im Co-Housing, die sie machen, da hat es zuerst einen Waschraum gegeben und dann irgendwann hat sich dann jemand einmal entschlossen, eine Person anzustellen, die nicht nur die Waschmaschine betreut, sondern dann auch bügelt und Näharbeit macht, und dann war eben plötzlich ein Arbeitsplatz da. Und also ich bin wirklich total begeistert von dieser Spontanität, die Dinge zuzulassen, also den Rahmen sehr weit zu stecken, weil dann wirklich einfach aus dem Bedarf heraus neue Situationen und eben auch neue Arbeitsplätze generiert werden. Und ich glaube, da sollte man wirklich nach Norden schauen und da kann man viel lernen für unsere Gesellschaft. Dankeschön. Ja, danke Ihnen für diesen jetzt wirklich noch sehr interessanten Beitrag. Mir kommt jetzt spontan in den Sinn, es braucht nicht überall Verbote, aber es braucht doch Regeln, und ich glaube, in diese Richtung ist diese Wortmeldung dann vielleicht auch irgendwo gegangen. Ich möchte mich bedanken bei allen, die heute jetzt hier waren. Wir haben jetzt zwar ein bisschen überzogen, aber ich glaube, es hat sich rentiert, jetzt diese Diskussion bis zum Ende zuzulassen. Und wir hoffen, dass Sie einige brauchbare Anregungen mit nach Hause nehmen heute und dass die eine oder andere Idee von den Sozialpartnern und der Landespolitik vielleicht auch aufgegriffen wird und weitergetragen wird. Grazie a Chiara, Venezia e a Friedel Brancaleon per l'assistenza tecnica, perché la tecnica spesso si lascia un po' in dubbio, però oggi è andato tutto molto bene. Le slides e la videoregistrazione integrale del webinar e lo studio IPL, tutti questi documenti saranno disponibili sul nostro sito afipl.org a partire da lunedì. E sempre lunedì riceverete tutti una email di ringraziamento con i rispettivi link. Ringrazio i relatori e mi auguro che ci vediamo in una prossima occasione. Grazie, arrivederci, danke, auf Wiedersehen.